Ja, zum Schluss bleibt eh nur mehr zu sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben mit der Gesetzesänderung Demokratisierung der ÖH auf allen Ebenen geschafft. Wir haben geschafft, dass die Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung an den Universitäten wieder eingeführt wird. Wir haben geschafft, dass das Listenwahlrecht und die Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung an den Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen eingeführt wird. Und wir haben erreicht, dass endlich auch Studis von Privatuniversitäten in die ÖH eingegliedert werden. Das heißt, 7.316 Studierende haben jetzt endlich eine gesetzliche Interessensvertretung und sind endlich wieder Teil der ÖH. Zu Beginn der Exekutive haben wir ein ganz klares Ziel gehabt. Wir haben gesagt, 2015 werden unsere NachfolgerInnen wieder direkt gewählt werden. Und das Ziel haben wir erreicht. 2015 werden erstmals alle Studierenden in Österreich von allen Hochschulsektoren zeitgleich ihre Vertretung wählen. Das heißt, die Studienvertretung, das heißt die Vertretungsebene in den einzelnen Studienrichtungen durch ein Personenwahlrecht, die Hochschulvertretung, das heißt die Vertretungsebene der jeweiligen Hochschule durch ein Listenwahlrecht und die Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung. Mit dieser Reform werden sie ja die Anzahl der direkt gewählten Mandatare und Mandatarinnen der Bundesvertretung auf 55 reduzieren. Das heißt, eine deutlich höhere demokratische Legitimation der Mandatare und Mandatarinnen und endlich ein Weg von diesen großen Stimmverzerrungen. Kurzum, wir haben es geschafft. 10 Jahre lang konnten Studierende ihre höchste Vertretungsebene nicht direkt mitbestimmen und mit dieser gemeinsamen Reform haben wir endlich die Direktwahl zurückgeholt. Also zum Schluss bleibt nur stolz zu sein auf uns alle, auf das großartige Verhandlungsergebnis und das HSG 2014 ist ein Sieg für die Demokratie, ein Sieg für die Mitbestimmung der Studierenden und ein ganz klarer Sieg einer starken ÖH.